Kinder Tilsit. Hat Serana gedauert? Der Serana? Ich werde dein erbärmliches Leben beenden. Ja. Gibt der keinen Schaden? Ja. Doch, ich war gerade so. Na gut. Nutzen wir den Vulkanglasbogen. Nicht mit dem abgeschworenen Pfeil. Wo sind denn die Riesenpfeile? Du wirst mich brennen sehen mit einem Pfeil. Okay. Das macht keinen Sinn. Wenn ich direkt auf ihn ziele, dann kriegt der Nick kein Damage. Oder ich ziehe mal ein bisschen tiefer. So. Ist ein Pfeil einfach von mir abgefallen gerade? Fall. Ah, deswegen hat er so viel Schaden gemacht, weil er so viel zu. Weil er mich mit seinen Pfeilen so ballert hat. Wunder mich schon. Ich nehme mal Zerstörung wieder mit. Einer von denen hat irgendwie Gold für mich. Das finde ich schon traurig. Kein Gold, aber Hauptsache Alkohol, wa? Nee, nee, nee. Echt sowas. Magic. Feuerbogen. Mit einem Kritikel. Da ist es, da hinten im Norden. Wir hatten hier immer ein Boot, um hin und her zu fahren. Auf geht's. Ja, das sind gerade große rattenartige Kreaturen, die sich wie Ratten benehmen. Echt rattig. Verschwindet! Wir dulden keine Eindringlinge. Hey, also, bevor wir da reingehen... Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Ich denke schon. Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mehr zügeln könnt. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Lady Serana ist wieder da. Öffnet das Tor! Und scheiße, man kann die Vögel nicht töten. Ich muss ja trotzdem irgendwie rein. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Moment. Serana? Seid ihr es wirklich? Ich traue meinen Augen nicht. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme.
Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Rückkehr meiner Tochter zu Dank verpflichtet. Sagt mir, wie heißt ihr? Ich bin Hakon, Fürst dieses Hofes. Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt haben, was wir sind. Nicht irgendwelche Vampire. Wir gehören zu den ältesten und mächtigsten Vampiren von ganz Himmelsrand. Wir lebten hier jahrhundertelang, frei von allen weltlichen Sorgen. Doch damit war es vorbei, nachdem ich meine Frau betrogen und das gestohlen hatte, was mir am meisten bedeutete. Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja, ihr verdient ganz sicher eine Belohnung. Ich kann euch nur ein Geschenk anbieten, das dem Wert einer Schriftrolle der Alten und dem meiner Tochter ebenbürtig ist. Ich biete euch mein Blut an. Nehmt es und bewegt euch wie ein Löwe unter den Schafen. Die Menschen werden erzittern, wenn sie euch sehen. Und ihr werdet den Tod nie mehr fürchten. Ja, das kann ich riechen. Die Macht meines Blutes wird diesen Schmutz verbannen und euch wieder gesund machen. Ich werde euch aus dieser Burg verbannen. Ich werde euer Leben dieses eine Mal verschonen, aber danach werdet ihr Beute sein wie alle Sterblichen. Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. Ich würde gerne wissen. Ach, ich kann ja immer wieder zum Werwolf werden und immer wieder zum Vampirlord da, so was soll's. Schweigt still. Da muss ich tatsächlich und dann ich will wissen, was passiert, wenn ich jetzt ablehne. Ich meine, ich habe ja jetzt den Speicherstand, dass ich es wagen, hier einzudringen. Moment, Serana. So, dann kann man das jetzt ignorieren. Ich traue meinen Augen nicht. Nein, ich hasse es. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Muss man doch noch warten, Scheiße. Das kann ich nicht glauben. Meine lang vermisste Tochter ist endlich zurückgekehrt. Mit meiner Schriftrolle der Alten, wie ich annehme. Nach all den Jahren ist das die erste Frage an mich? Ja, ich habe die Schriftrolle. Ein bisschen Sport. Natürlich bin ich erfreut, euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spießen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Ich bin euch für die sichere Sagt mir, wie heißt... Ja. Unser Gespräch ist noch nicht... Ich bin Hark... Ich bin...
Inzwischen wird euch meine Tochter erzählt. Vielleicht solltet... Wir lebten hier jahrhundertelang frei. Ich biete euch... Ja, die Macht meines Blutes. Ich werde... Vielleicht seid ihr noch nicht ganz überzeugt. Seht die Macht! Dies ist die Macht, die ich euch anbiete. Nun trefft eure Entscheidung. So sei es. Ihr seid Beute wie alle Sterblichen. Hinweg mit euch. Ui. Da werde ich einfach rausgeschmissen. Irgendwie bin ich auf diesem Pfad neugieriger, weil den anderen Pfad kenne ich. Jetzt. Mit Isran sprechen, okay. Ich weiß nicht, ob sich irgendwas an der Storyline jetzt für mich ändert. Ich kann ja beides machen, dann gehe ich erstmal den Weg ohne Vampirfürst und dann mal mit Vampirfürst direkt. Aber die andere Storyline werde ich, wenn dann überhaupt erst irgendwann anders nachholen. Erstmal gehe ich die Storyline, gehe dann in einen anderen Akt. Und irgendwann am Ende packe ich das nochmal rein, die andere ähnliche Storyline los. Ja. Die ist für mich tatsächlich interessant, aber ich war noch nie nicht Vampirlord. Aus irgendeinem Grund. Und ich wusste auch nicht, dass der mich in einfach das Wolfsblut ignorieren kann und dann mich so verwandeln kann. Weil das Wolfsblut kann ich erst zu mir nehmen, wieder, wenn ich mich komplett gereinigt habe vom Vampirismus. Verdient. Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor sie uns finden würden. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Was ist denn das für eine Schutzschildkugel, die Nala? Seht euch das an. Ich hätte wissen müssen, dass es nur eine Frage der Zeit war. Ja, das sagtet ihr bereits. Das ist der Preis, den wir für unsere großzügige Rekrutierungspolitik zahlen. Wir müssen unsere Verteidigungslinien verstärken. Ich nehme nicht an, dass ihr gute Nachrichten für mich habt. Verdammt. Nun, was wisst ihr? Eine Frau, da drinnen gefangen. Das ergibt keinen Sinn. Wer ist sie? Und viel wichtiger, wo ist sie? Ich warte auf eine Erklärung, was das alles zu bedeuten hat. Sie was? Und ihr habt sie nicht dran gehindert. Ihr habt die Schriftrolle nicht an euch genommen. Ihr könnt wohl von Glück sagen, dass ihr nicht tot seid, oder noch schlimmer, eine von ihnen. Bei den Göttlichen. Schlimmer kann es kaum noch kommen. Das ist mehr, als wir beide bewältigen können. Natürlich müssen wir das. Ich bin vielleicht alt, aber nicht dumm. Wir werden einfach etwas Unterstützung brauchen. Wenn sie dreist genug sind, uns hier anzugreifen, könnte das eine größere Sache sein, als ich dachte. Mit mir kämpfen gute Männer, aber ich habe im Laufe der Jahre viele Leute getroffen und mit ihnen zusammengearbeitet. Wir werden ihr Geschick und ihr Talent brauchen,
wenn wir das hier überleben wollen. Wenn ihr es schafft, sie aufzuspüren, haben wir vielleicht eine Chance. Ihr kommt schnell zum Punkt. Das gefällt mir. Ihr seid anders als diese Idioten vom Orden. Wir sollten es nicht übertreiben. Wenn wir zu viele sind, ziehen wir ungewünschte Aufmerksamkeit auf uns. Wir sollten Sorine Jurath mitnehmen. Bretone, hochintelligent und eine gute Bastlerin, von den Dwemern ganz besessen, besonders von deren Waffen. Sie war draußen in Reach unterwegs. War sich sicher, dass sie die größte Zwergenruine aller Zeiten finden würde. Vielleicht braucht es ein wenig Überredungskunst, aber ich denke schon. Ihr solltet außerdem Gunmar finden, ein wahrer Bär von einem Nord. Er hasst Vampire, fast so sehr wie ich. Vor ein paar Jahren hat er sich in den Kopf gesetzt, dass seine Erfahrung mit Tieren uns helfen würde, ganz besonders mit Trollen. Zuletzt habe ich gehört, dass er Himmelsrand auf der Suche nach weiteren Bestien durchkämmt. Bring die beiden hierher zurück, dann können wir gemeinsam einen Plan schmieden. Wenigstens seid ihr klug genug, mehr lernen zu wollen. Ich bringe euch bei, was ich weiß. Mhm. Auf 52 dann. Es gibt nur eins, an das ihr euch erinnern solltet. Wenn ihr bei Vampiren nachlässig oder sorglos seid, stirbt ihr. Und wegen euch werden gute Leute ebenfalls sterben. Ich habe so lange überlebt, weil ich nichts riskiere. Ich verwische meine Spuren und halte die Augen offen. Wenn ihr klug seid, tut ihr es auch. Achtet auf euch. Ja, so. Ja, bitte. Na gut. Niemand Wichtiges. Werde ich jetzt mal ein bisschen was mit meinem Leben machen. Na, zwei Level. Ich sag knapp, ohne entdeckt zu werden. In dem Sinne auch nicht. Einen dich. 80% Schaden. Okay. Achso, enthaupten kann man auch mit Einhändigen machen. Was ist denn eigentlich dann 100%? Was ist denn dann der richtige Angriff nach hinten? Gut, dann heißt das jetzt Hachikotie. Mhm. Reach, also Rapton. Dass ich die Höhle noch brauche, hätte ich sie doch schon vorher entdeckt. Aber das sagt dann ja niemand, wenn man es mehr braucht.
löschen. Du brauchst mich jetzt gar nicht versuchen umzugreifen. Ach, du bist schon draußen. Sehr schön. Woher seid ihr gekommen? Ja, Schwörung, Schwert. Monster weniger in der Welt. Ihr da, bleib stehen! Ich habe diesen Bären jetzt schon 2 Wochen lang verfolgt. Dem wird niemand mehr zum Opfer fallen. Isran, er und Hilfe? Das hätte ich nie für möglich gehalten. Er ist leider ein paar Jahre zu spät dran. Er bedeutet mir nichts mehr. Ich habe Wichtigeres zu tun. Außerdem kommt er bestens allein zurecht. Das hat er mir selbst versichert. Wobei sollte er schon Hilfe brauchen? Vampire. Das könnte die Lage ändern. Erzählt mir ausführlich, was los ist. Bei den 8. Nun hör zu. Ich denke darüber nach. Aber ich kann diesen Bären nicht noch mehr Unschuldige töten lassen. Wenn das erledigt ist, werde ich vielleicht erfahren, was Isran von mir erwartet. Okay. Lasst uns den Bären töten. Ein Monster weniger in der Welt. Ich weiß nicht, wie ich es alleine geschafft hätte. Ich danke euch. Ihr habt mir geholfen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Herauszufinden, was Isran will. Er ist noch immer bei Stendas Stern, nicht wahr? Natürlich. Er arbeitet schon viele Jahre daran. Lässt keinen rein. Seine eigene kleine Festung. Tja. Jetzt werde ich ja sehen, was er die ganze Zeit über getrieben hat. Wir sehen uns dort. So. Und hier beginnt nochmal eine neue Questreihe. Ach, schade, ich dachte, das wäre irgendwie ein Haltdings. Ey, warten, dann hätte man ja direkt am Anfang schon was mitbekommen müssen. Komisch, ich habe das Gefühl, ich habe hier schon mal eine Quest gehabt. Gold. Quatsch. Ist da noch Gold drunter? Da. Wenn mir Kinnarett deswegen an den Kragen will, weil ich ein paar Goldstücke genommen habe, dann ist es halt so. Ab in den Westen. Weit auseinander. So. Ja, das Schreien des Drachen. Ist doch wohl nervig. Nierenwurz, komm zu mir.
Aber gut. Das ist tatsächlich für mich jetzt aufregender, weil das für mich Neuland ist. Weil ich immer Vampirlord geworden bin, weiß ich da die Quests auswendig, was ich da machen muss. Aber jetzt hier, die ist mit dem Retten und so. Rekrutieren und so, das ist mir neu. Ich krabbe gerade den Fuchs. Was machst du denn hier? Ihr habt nicht zufällig einen Sack mit Wemerkreiseln drin gesehen? Ich könnte schwören, ich habe ihn genau hier hingestellt. Vielleicht haben die Schlammkrabben ihn sich geholt. Hab neulich erst eine gesehen. Würd mich nicht wundern, wenn sie mir gefolgt wäre. Haltet doch bitte die Augen offen, ja? Isran? Will mich? Nein, da müsst ihr euch irren. Das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, hat er mir klargemacht, dass er meine Hilfe nicht braucht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er seine Meinung geändert hat. Er hat mir einige verletzende Dinge gesagt, bevor er ging. Wie dem auch sei, ich kann mich über mein jetziges Leben nicht beklagen. Wenn ihr mich also entschuldigen würdet... Vampire? Wirklich? Oh, und ich vermute, jetzt erinnert er sich daran, dass ich ihm von 3 möglichen Szenarien berichtet habe, in denen Vampire über das Volk herfallen. Nun, was haben Sie vor? Ich... Damit hätte ich beim besten Willen nicht gerechnet. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was Sie damit anstellen wollen, aber in diesem Fall macht Isran sich wohl zu Recht Gedanken. In Ordnung, wenn's weiter nichts ist. Es kann wohl nicht schaden, zu erfahren, was eigentlich vor sich geht. Dann kann ich mich auch besser verteidigen. Aber ich kann nicht einfach zurücklassen, woran ich hier gearbeitet habe. Dazu ist es zu nützlich. Ich brauche mindestens einen intakten Dwemer-Kreisel. Also muss ich entweder meine von den Schlammkrabben gestohlene Tasche finden oder mir von irgendwoher einen anderen Kreisel beschaffen. Ihr habt nicht zufällig einen dabei, oder? Das geht aber nicht. Jedenfalls nicht ohne mindestens einen Kreisel als Zeichen meiner Bemühungen. Das verstehe ich, aber ich kann hier wirklich nicht weg ohne mindestens ein brauchbares Stück Zwergenausrüstung. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt mir, die sind wirklich nützlich. Nun, es tut mir sehr leid, aber ich kann dieses Projekt jetzt nicht aufgeben. Mhm. Was? Das ist diese Schlammkrabbe, die ich gerade erledigt habe. Bist du dich? Krabbe? Nein. Ein Dwemer-Kreisel. Scheiße, warum? So, es ist einfach immer ein unnützer Ballast. Was würden Schlammkrabben überhaupt mit meinem Beutel anstellen wollen? Das verstehe ich. Ein einziger Kreisel würde schon reichen. Glaubt. Hm. Hatte ich nie. Ach, die habe ich abgedeckt. Nein, ne? Scheißen Dreck. Habe ich noch eine Fertigkeit? Auch nicht. Die sind wirklich nützlich. Bis zum nächsten Mal. Ah, du kannst jetzt entweder Schlummkrabben suchen oder kurz in eine Dwemer-Ruine einen Abstecher machen. Natürlich, wenn ich in der Dilemma-Ruine gehe, kriege ich alles, nur keinen von diesen Kreiseln. Bin ich mir zu 100% sicher. Komm schon her. Wo seid ihr? Haltet endlich still! Verdammt! Ja! 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 Ja!
alles, was... Ja, euer Tod ist alles, was ich kann. Zwei kleine abgeschworene, das war einfach. Dreamer-Ruine. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich... Hätte ich doch schon lange in so einen Kreisel mitgebracht. Ah, Mann. So, das ist immer ärgerlich. Alle Gegner schon erledigt hat und deswegen keine Ahnung hat, wo die ganzen Leichen sind.